Magisches Auge, Schutz, Federfall. Den Blitzstrahl nehmen wir auf jeden Fall mit. 1600. Okay, 1 bis 6 Schaden pro Fähigkeitspunkt in Luftmagie. Das ist schon nicht schlecht. Das ist dann nur ein Punkt, aber das kommt halt noch. So. Okay. Das. Warte, die Magie der Veränderung. Ah, lernen. Hier kann ich das Lernen lernen, quasi. Wasser wandeln. Oh, verbraucht 20 Minuten, über 20 Minuten einen Zauberpunkt und man kann übers Wasser laufen. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Weiß gar nicht, was ich jetzt gezahlt habe. 840, boah. Schutz vor Kälte, Eisstrahlen. 1 bis 7 Schadenspunkte pro Fähigkeitspunkt. Ja, wir haben schon Feuerstrahlen. Kältestrahlen. Ah, nein. Giftnebel. 2 Schaden plus 1 bis 2 pro Fähigkeitspunkt in Wassermagie. Na. Okay. So, Luftmagie, Wassermagie. Feuermagie haben wir abgecheckt. Das will ich halt wirklich noch gerne. Oh, den hallo! Elsia. Ah, 6. Sinn. Okay. Nein. Oh, hallo! Tja, irgendwo hier müsste ich den finden, aber ich habe keine Ahnung wo. Da oben, ich weiß es nicht. Wenn nicht da, dann. Dann gar nicht. Oder vielleicht gegenüber des Gebäudes, zu dem ich Einlass begehre. Oh, hallo! Oh, hallo! Suchauftrag. Eine Bande von Taschendieben und Anhänger von Bar haben Mist von der nördlichen Insel aus überfallen. Sie kam durch einen Teleporter im Nordwesten der Insel. Ich aktiviere den Teleporter, sodass du auf ihre Insel gelangen und sie loswerden kannst. Das krieg mal hin. Das krieg mal hin. Cool. Das machen wir doch gleich. Beziehungsweise wir versuchen es. Hey! Banken, es ist gefährlich, viel Geld mit dir rumzutragen. Obwohl sie keine Zinsen zahlen. Oh. Brauchst du dich wenigstens nicht um Taschendiebe zu sorgen? Warte, gibt's auch Leute, Passanten und so, die einem einfach so das Geld taschendiebisieren? Ich hoffe mal nicht. Ich habe zumindest noch nichts dergleichen bemerkt. Aber das ist ja eigentlich auch der Sinn davon. Boah, weißt du, wie fies das wäre, wenn einfach einer hinter dir steht plötzlich und dann macht es kling, kling, kling. Aber es macht eben nicht kling, 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 sondern einfach nur. Ja. Okay. Erste Frage. Wo ist mein Teleporter, mit dem ich zurückkomme? Hm.
Au! Hey! Shit! Kann ich die einfach clearen? Oh, da habe ich gute Deckung. Alter, das da hinten ist ein großer Fanatiker, das andere sind normale. Hey! Yeah. Ah, bis jetzt läuft's gut. Haha. Bis jetzt läuft's gut. Ja, ich müsste sie mir alle schon mal einpacken. Wie sieht's aus mit der Erfahrung? Du, so bei dir? Ja, gleich. Bombe! Minimap oben gucken, wie die Punkte langsam Geld werden. Ah, sehr schön. So. Also, Hibi, mach mal. Ich hab's. Yay. 82 Gold, 82 Gold, 55 Gold. Mm. Ganz normale Axt. Aha. Ganz normaler Dolch. Ein Gegengift. Aha. Und sowas. Ja, bestimmt noch irgendwo in so ein richtig gutes Diebesversteck. Warte. Da schon. Hey! Zwei auf einen. Naja, auf einen Schuss nicht, aber auf eine Salve. By the way. So. Aha. Aha. Fast tut's mir da ein bisschen leid, dass ich diese weiblichen People of Color hier. Aber nein, eigentlich überhaupt nicht. Oh! Was? Fickt euch! Ich hab doch noch gar nichts gesagt! Ah! Davon kommen die nächsten an. Kann ich die vielleicht irgendwie speziell abpassen? Man weiß es nicht. Ah, okay. Was für Idioten. Ich speichere unter Dungeon, weil ich behandle das wie ein Dungeon und deswegen. Okay. Thank you.
Dürfen diese alten Hutzelmönche überhaupt Geld besitzen? Ist das nicht, haben die nicht irgendwie ein Gelübde abgelegt? Ja, da hinten schleicht noch einer rum. Oh, Früchte. Die Früchte des... Naja, des Thorns. Bing. So, gute Lady, wir brauchen wieder deine Künste des... Ich hab's. Gut. Da. Doch irgendwo ein Geheimstein oder so. Ich habe mir angewöhnt, dass ich alles Mögliche anklicke und durchsuche. Auch Blumenfelder. Übrigens, schön sind, schön abfotografiert oder so. Auf jeden Fall hübsch. Hier wäre noch eine Brücke da hinten. Suchen wir gleich auf. Ja, es ist eine Art Dungeon. Ein Freilicht. Freiluft-Dungeon. Schießt einfach mal in die Menge, um zu gucken, was Phase ist. Alles stopp. Klappt auch mit der automatischen Zielfindung super gut. Teilweise habe ich gedacht so, ja, komisch und komisch und weil es halt so alt ist, ist es. Da, sag schnell, wie heißt es? Altertümlich, nein. Vorsintflutlich, genau. Aber tatsächlich, geht es mit der Zielfindung sehr gut. Ich habe es hierhin geklickt und er schießt einfach auf den nächsten Besten. Und auch sonst. Dass er auf zwei gleichzeitig zielt und so weiter. So wie jetzt zum Beispiel. Und auch irgendwie immer den Stärksten aussucht, glaube ich. So. Das wäre das. Fruchtbäume, Obstbäume. Meins. 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 Tja, das sowieso. Ja, ich habe da eine tote Nutte übersehen, ich weiß. Wir können auch vorher noch ein bisschen liegen und sind sie gut abgehangen. So. Scheint langsam sich zu etwas zu entwickeln. Wie, es gibt Liebe? Was habe ich gerade gesagt? Irgendwas mit toten Nutten. Wenn sich da was entwickelt. Ich hab grad voll den Blackout von dem, was ich bezüglich entwickelt gesagt habe. Hä?
Ich meine, versetz dich in meiner Lage. Ich rede und rede und rede und rede und es gibt überhaupt keinen Sinn und ich rede einfach weiter. Wie soll ich da wissen, was ich vor 2 Minuten gesagt habe? Entwickelt. Ich weiß. Au! Mystikas, na, das ist noch ein bisschen stärkere, hä? Hey! Hey! Also das letzte, was ich mich erinnere, ist, dass ich über tote Nutten geredet habe, die gut abhängen lasse, damit ja, sie gut abgehangen sind. Und Achso, ja, im Spiel. Dass ich da langsam etwas entwickelt, dass sich der Dungeon quasi langsam dem Ende zuneigt. So habe ich gemeint. Merkt man auch an den langsam stärker werdenden Feinden. Danke. Da hinten schleicht doch einer um. Soll er. Ja, es sich entwickelt im Sinne von der Dungeon neigt sich langsam dem Ende zu, denke ich. Bestimmt haben die am Schluss noch irgendeinen Feuerdämon oder so ein Scheiß. Das sehe ich doch von hier schon. Naja, Zecke. Oh, alles Taschendiebe. Das sind ja wie Entchen an der Schießbude. Oh. So habt ihr euch das auf dem Sklavenmarkt in Neuskorpiga nicht vorgestellt, hä? Und ein Ring? Einen Ringenkochtopf gefunden. Au! Oh nein! Einer ist sogar tot. Ja, oh nein. Für mich auch. Von wegen irgendwie 20 oder 50 Gold. Ja. Okay. 3 Nahrung diesmal. Auch cool. Oh, es donnert und regnet. Oh, krass. Okay, machen wir eine kleine Pause. Ich gehe raus und hole mir eine Portion Sommerregen ab. Also einfach so regnerische Sommerluft und so. So, reicht das schon zum Überleben? Ich werde nachher eh eine Rast machen. Oh nein! Nicht genug Gold. Oh nein, nicht genug Gold. Ja, hat vermutlich Aha. wirklich einen Teil. Es hilft es Sauerstoff. Yay. Wirklich einen Teil vom Gold zerstört, denke ich mal. Schaden 7 bis 9. Wie sieht's denn bei dir aus? By the way. Aha. Wie sieht's denn bei dir aus? Das ist genau dasselbe. Okay. Zweihändig. So, die Herrschaften machen eine kleine Raste. Hier am Lagerfeuer. Hier nicht. Ach, fick dich.
Hier nicht. Danke. Es ist 8 Uhr abends. Ich lerne das mit PM und AM noch so richtig intuitiv. Das heißt, wir rasten von... Ja, machen wir 9 bis 5. Ha. Okay. So, Pause, bis gleich. Und wir machen hier einen Laden, nicht dass irgendwie... Wie spät ist es überhaupt? T für Time. 6.36 Uhr am Abend. Also unsere Leute haben... Ja, so 13 Stündchen, 13,5 Stunden einfach mal so rumgestanden und auf den Boden geschissen. Zwei Truhen. Eine hatten wir. Boah, was auch gemein wäre, ein Spiel, in dem, wenn man im Umkreis von, sagen wir, 10 Meter um eine Truhe speichert, dass der Loot in der Truhe verringert wird. Und das Ganze irgendwie mit einem globalen Timer oder so. Aber nirgendwo erwähnen, der Spieler darf nichts davon wissen, okay. Und die ist leer. Ich hab's! Yay! 78 Gold, 157, da 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 da. Kaching, 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 und das. Mm. Schutz vor Feuer. Aha! Gut haben wir gewartet. So. Oh, hi! Ich halt den Knüppel über den Schädel. Oh cool, das Blut sprudelt ja richtig raus. Nice. Noch solche Typen oder? Da fallen sie wie im fucking Irak. Tut sich sonst nichts mehr? Okay, später vielleicht. Oh, by the way. Ja, mit dem ganzen Loot, den man immer schön brav einsammelt. Kommt auch bald mal so ein Taui 2 zustande. Hey! Hey! Yay! Da hinten ist ein fetter Turm und da hinten ist auch das Ziel langsam. Also der andere Teleporter. Hey! Hey! So! Verdammt! Bin ein beschissener Rasenmäher.
Ich laufe schon mit Shift, also im G-Modus. Schon langsam, aber... Okay. Steine, 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 Bombe! Nein, alles gut. Au. Oh nein, nicht genug Gold. Aber fast. Oh, stimmt, das hätte die mit der Falle tun sollen. Wow. Oh nein. Nicht genug Gold. Okay, das sind jetzt alles so um die 300 rum gewesen. Oh, oh. Kenn ich nicht. Aha. Gleich wie unseres, also wie ihres. Aha. Na. Das kenne ich nicht. Komm schon, du bist fucking Experte. Und das. Aha. Rüstung plus 10. Warte. Ah! Au. Rüstung plus 10, haben wir schon. Okay. Ah ja, lustig, mir wurde noch gesagt, gefragt. Ob ich einen so und so kenne. Und ich sehe was im Real Life oder ja. So ja, nein. Ich kenne überhaupt niemanden an Menschen. So, was ist da los? Obelisk. Die Oberfläche des Obelisken fühlt sich lauwarm an, eine Botschaft erscheint, aus deiner Hand wegnimmst. Föte, Fede, was? Flo, Flote, Fe, Fiote. Fo, Fotte, Fotze, nein. Fo. Flo. Flo, Fno, Fno. Fgo. Flotte. Ich weiß es nicht. Irgendwas Spezielles jetzt? Außer das Normale? Hm. Was mag es sein? Da fehlen doch Buchstaben. Oder ist es gar ein Anagramm mit fehlenden Buchstaben? Dann wird's schwierig. Feo? Nein. Keine Ahnung. Gerade die ersten Buchstaben. Passt ja eigentlich nur irgendwas mit Flo, aber auch das ist dann kein richtiges Wort, weil Flo schreibt man mit H. Frote, nein, das schreibt man anders.
Flote. Ich weiß es nicht. Yay. Wo war die Quest? Oh Mann. Wo war die Quest? Warte, wir mussten dahin. Von... Vielleicht da hinten aus. Nein, da ist der Thronsaal. Halt! Wer ist da? Seine Hoheit Albert Newton. Tschüss. Marquis von Mist und oberster Hexer Maue. Von Enroth. Am Leuchtturm vielleicht. Hilfe! Da bring sie um. Hilfe, wir sterben. Er bringt sie alle um, ihr Säcke. Hallo. Hallo, Schmugglergilde. Anschließen. Bootsreise reduziert. Ja, dich kennen wir schon. Aber dann bist nicht du der mit der Hallo. Quest. Die Quest hat mir noch niemand gegeben. Die war plötzlich da. Sandro de Muse. Trinke aus der magischen Quelle. Harfe, Sanduhr, Silberhöhlen. Geläute Harmonie. Schild. War das alles? Müssen wir die nicht noch irgendwie abgeben? Ich habe keine Quest in der Liste. Deswegen. Oh, okay, warte. Sherry, bringen Sie zu Fairchild. Okay. Dann so der Muse, Quelle, Vorposten, Harfe, Geläute Harmonie. Schild, meint die Not, Prinzipiell. Trotzdem. Ja gut, dann wahrscheinlich nicht. Weil die hat uns ja noch gesagt, von wegen, ja, die hätten da Diebesgut und so, das man behalten kann, irgendwie sowas. Hallo! Rechtsanhalt. Meine Quellen erzählen mir, dass du eine Reihe von Verbrechen begangen hast. Du sollst sogar gemordet haben. Nein, habe ich nicht. Gedroht habe ich. Hoppla! Was? Wie weiß, wie man Leute überzeugt. Ne. Wichser. Ruf gemein. Sollten vielleicht ein wenig weniger Leute anbetteln und bedrohen und so, vielleicht. Warte mal, war hier nicht. Was denn? Die Magie der Veränderung. Nein. Aber wir haben fast gar nichts gemacht. Feuer, die Magie der Zerstörung. Zerstörung. Wo ist der verdammte Tempel? Egal, wir reisen jetzt mal zurück nach Scorpidings und dann mal schauen. Vielleicht ist der Ruf ja dann auch wieder neutralisiert. Irgendwann. Komm, ein anderer Tag wieder. Okay. Hier nicht. Was? Monster? Was? Hier nicht. Hier nicht. Danke.
Siehst du heute aus? Geschlossen. Was? Habe ich wieder verrechnet? Hier nicht. 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 Danke. Oh, es ist Abend. Oh, ja, okay. Ja, da habe ich tatsächlich nicht auf PM und AM geachtet. Das Iron Fist. 250 Gold. Die Segel. Boah. Gut, und von hier aus reise ich dann weiter nach Dingens zurück. Quasi. Auf dass das direkt brauchst geht. Du ein Pferd? Ja. Sattel die Pferde. So, wo müssen wir diese Shelly oder Sherry abgeben? War das hier? Geschlossen? Ihr macht erst 10 Uhr auf, stimmt's? Ich brauche deine Hilfe. Haha! Ich bin unendlich dankbar, dass du Sherry gerettet hast. Ich kann dir gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Nur 2000 Gold, du hast es dir verdient, ja. Schattengilde? Ich bin der Schattengilde überdrüssig. Du würdest Anthony Stone gerne etwas zeigen können, um zu beweisen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Und bei dir? Kopfgeldjagd? Aufseher! Keine Ahnung. Schon wieder ein Monat rum. Boah. Okay. Wir versuchen es mal. Ne, warte, auf der Seite kommt man direkt zum Vulkan. Wir versuchen es mal. Und wo ich schon mal da bin. Nom, leer. Gut, also. Mach mal deinen Wasserwandel-Zauberspruch. Gut, hat funktioniert. Und du? Du machst vielleicht mal den hier. Okay. Ja, ich will das jetzt wissen. Komm, komm, spring. Ich habe in Skyrim ganz andere Berge bezwungen. Okay. Ah! Au. Ich bin in Witcher 3 ganz andere Berge runtergekommen. So, was haben wir hier, Feiles? Noch so ein Obelisk. Eine Botschaft erscheint. Noch, das sind doch gar keine Worte. Tja. Doch geht.